Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Hightech XXL Farm hier im Landwirtschaftssimulator 22. Ihr seht, wir sind auf dem Feld, wir sind immer noch am Häckseln und ich würde sagen, damit der Häckserfahrer nicht allzu lange warten muss, steigt mal schnell wieder ein in die Bude und machen direkt weiter. In der letzten Folge haben wir ja den Häcksler gekauft, den ihr hier vor euch seht. Und ja, dazu gleich nochmal mehr. Ihr seht es allerdings schon. Und dann haben wir Grassilage gemacht. Und wir haben ja dann einen Zeitraffer gemacht. Einen relativ langen Zeitraffer. Ich habe zum Glück die Folge schon geschnitten, deswegen weiß ich noch einiges. Und da ist ja wirklich sehr, sehr viel passiert. Sehr viele Fehler und sehr viel, was hätte eigentlich gar nicht passieren dürfen. Aber gut, jetzt ist es nun mal passiert und ja. Aber dazu gleich nochmal mehr. Ich muss mich nämlich hier jetzt ein bisschen konzentrieren. Klar, das sind jetzt nur kleine Bahnen, aber ist halt auch wichtig. Und ich habe nämlich auch herausgefunden, wie man am besten alleine Häcksler fährt. Und zwar, man fährt oder man lässt den Häcksler mit CP fahren, die Route. Und man selber fährt ab und fährt halt jetzt immer so, wie ich jetzt fahre, also vom Umdrehen her. Und die AD-Driver, also in dem Fall gut, kommt er jetzt relativ zeitig noch. Es ist so, dass er jetzt der 1050 nicht in Betrieb ist, weil er verdichten muss. Das werdet ihr gleich noch sehen. Aber normalerweise ist es so, dass immer ein Autodrive-Helfer ungefähr steht. Und wie gesagt, wenn der voll ist, das seht ihr gleich, ist er gleich voll, dann mache ich einfach Autodrive rein, der fährt von selber ab. Ich hole mir den nächsten, fange an und normalerweise zu der Zeit, jetzt ist er gleich voll, kann man abfahren lassen, zack, dann holen wir uns den nächsten. Und normalerweise, wenn ich dann ungefähr anfange, also mein Tempomat eingestellt habe, mein Joystick-Tempomat, sage ich jetzt mal so, dann kommt normalerweise der nächste Autodrive und dann kann ich den per Menü wieder ausschalten und so weiter und so fort, bis halt dann voll ist und der nächste wieder kommt. Und auch die unterschiedlichen Ladungen oder unterschiedliche Schnelligkeiten, das passt eigentlich wirklich ganz gut. Also, ja, ist so meine Empfehlung, wie man das am besten machen könnte. Und ja, meine Schätzungen waren ja 2,5 bis 3 Millionen Grassilage. Und da kommen wir auch ganz gut hin. Wir sind jetzt bei, glaube ich, 2 Millionen. Also müssten wir nach den ganzen Ladungen bei 2,5 circa sein. Und ich habe auch immer wieder die, wie heißt die Bonsilage, der Zusatz, die Milchsäurebakterien immer wieder neu dazu gemacht, aufgefüllt bei jedem Feld. Und ich werde das auch in Zukunft so machen, immer wenn wir Feldwechsel machen, hole ich halt neue Bonsilage, weil es halt ungefähr immer ein Feld lang reicht. Und ja, deswegen kommen wir auf ca. 2,5 Millionen, was halt ja dann für fast das ganze Jahr für die BGA reicht. So, dann haben wir natürlich unseren Häcksler. Und ihr seht schon, der hat eine andere Farbe. Und zwar habe ich den doch nochmal umlackiert, weil es war ja Agritechniker und da war der eben auch ausgestellt mit genau den Farben. Und diesmal hat das nämlich auch genau gepasst. Nicht so wie letztens, wo die eine Farbe noch das mit dazu hatte und die andere Farbe noch dort dabei war, sondern hier hat es genau gepasst. Dann dachte ich, ja, können wir das dort gleich direkt nachstellen. Und was habe ich gemacht? Genau das. Oben schwarz, unten schwarz, diese extra Lackierung, allerdings diesmal in dem normalen Schwarz. Also nicht so ein Metallic, so wie letztens. Finde ich aber auch fast besser. Und dann halt das normale Glasgrün in der Mitte. Und so hebt sich das Ganze nämlich vom Axel nochmal ab, weil der ja auch weiß ist. Und man sieht halt auch die 4000er Jaguar Edition. Also, ich finde es top. Ich habe das andere auch gemocht, aber der Axon ist ja schon weiß. Da brauchen wir den nicht auch noch weiß machen. Und jetzt denke ich mal, gefällt es jedem. Weil ich denke mal, wie gesagt, der Axon macht ja auch schon
ganz schön Stress in den Kommentaren. Ansonsten gibt es ja noch den 200.000 Euro Preisbetrug. Ich würde immer noch behaupten, dass ich mir das Geld zurückhole, aber ich warte jetzt erstmal auf eure Kommentare, was ihr dazu zu dem ganzen Thema sagt. Aber ich bin mir schon relativ sicher, dass ich mir das ganze Zeug wieder zurückhole, weil das ist eigentlich schon eine Frechheit. Hätte ich mir einfach den Big X holen können, aber ich dachte halt, der ist halt cooler. Der hat Gummibandbereifung, sieht fetter aus, ist ein Mod und ja, kann man halt noch schön mit 40.000er Edition und so weiter und so fort. Und ja. Allerdings, ihr seht, der Gummiband links und rechts funktioniert immer noch nicht. Warum auch immer. Ich will es, glaube ich, mal mit dem Michelin ausprobieren, aber das ist halt breiter und das sieht halt auch die Felgen, wenn das auch Felgen genannt wird, sehen halt so ein bisschen speichenhaft aus und das sieht halt auch wieder blöd aus. Deswegen habe ich das erstmal noch weggelassen. Aber na gut, ist halt jetzt einfach so. Erstmal. Er hat natürlich durch einen Mod, nämlich den verbesserten Erntemaschinen-Skript, jetzt auch eine viel bessere Soundkulisse. Ihr hört es sicherlich schon, auch wenn man es dann aus- oder anschaltet, das hört sich viel, viel besser an. Innen und außen. Und ja, wird halt direkt auf den Mod übertragen. Also passt. Ist bei unserem Mähdrescher auch so. Also passt. Beim Mähdrescher habe ich es aber noch nicht getestet, wie es sich anhört, weil ich da keine Lust hatte, das Schneidwerk dran zu machen. Aber wie gesagt, der Mod ist super, da passt das. Und was ich letzte Folge noch erzählen wollte, zum Beispiel, der Häcksler, das zeige ich euch dann nochmal, der hat auch Sensoren. Das eine ist zum Beispiel diese Kamera hier vorne. Diese Kamera ist da, um bei eben das, was wir gerade machen, das passt perfekt, aber Blinklicht an. Das passt perfekt, weil diese Kamera ist, ich weiß nicht, wie das bei anderen Herstellern ist, bei Klaas weiß es aber, das ist eine Kamera, die erkennt die Schwart vom Gras und fährt halt dementsprechend dort lang. Klar, wenn die Schwart mal breiter ist oder wenn irgendwie eine Schwart drüber kommt oder so, dann kommt die Kamera durcheinander, man kann aber ja sofort gegenlenken. Und das finde ich halt relativ praktisch. Gut, braucht man jetzt nicht unbedingt, aber die Leute, die 24/7 Alexa fahren, ist das sicherlich auch mal ganz abwechslungsreich, weil es fast wie GPS ist. Und dann haben wir natürlich noch die Kamera, die auf dem Rohr drauf ist. Das ist die Kamera hier. Die sieht genau gleich aus. Und das ist die Autofill-Kamera. Sprich, du kannst dann einstellen, wie, wo dein Anhänger zuerst befüllt wird, von vorne nach hinten, von hinten nach vorne und so weiter und so fort, nach deinen Belieben und komplett automatisch. Und das funktioniert auch fast fehlerlos. Also bei manchen Dingen macht man es natürlich noch selber, aber das finde ich natürlich auch nicht schlecht. Also da ist die Technik heutzutage schon ganz schön fortgeschritten. Und ja, jetzt sind wir gleich fertig. Ich hole jetzt aber trotzdem nochmal für die paar Meter einen neuen Anhänger, damit wir den Rest jetzt auch noch drauf kriegen. Dann fahren wir das Zeug alles heim, verdichten noch ein bisschen und dann gibt es noch einen neuen Radlader. Eine neue Wiesenwalze gibt es allerdings nicht, weil ganz einfach, es gibt einen neuen Mod. Und da gibt es eine Walze mit 24 Metern, die kann mulchen, walzen und Wiese walzen gleichzeitig. Klar, man muss es konfigurieren, okay, ist doch weniger als gedacht. Man muss es je nachdem konfigurieren, aber jetzt hört das, warte. Geil, oder? Gut, für 1% hat es sich jetzt doch nicht gelohnt. Ich dachte, es ist noch ein bisschen mehr oder so. Aber gut, dann halt nicht. Dann schicken wir jetzt erstmal alle nach Hause. Oder? Wir machen was am besten. Ach Quatsch, ja. Klar, ist ja richtig. Das heißt, wir gehen einmal in den rein. Und dann einmal Richtung Hof. Hof. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wo ich hin muss. Ist lange her, dass ich hier gespielt habe. Oder gibt es überhaupt schon Hof?
auf Tankstelle. Hofsilo. Auf Tankstelle Kercher, Saatgut. Hä? Okay, das wundert mich jetzt gerade, dass ich hier gar nichts drin habe. Standard, BGA, Einkauf. Okay, da habe ich noch gar keine Hofding hin. Auf Tankstelle. Dann schicke ich sie jetzt alle zum. Ah, das wollte ich wahrscheinlich auch noch machen. Schicke ich sie jetzt alle zur Werkstatt. Aber gut, dann können sie auch gleich hier weiterfahren. Oder das Drehen halt, ist jetzt auch egal. Zack. Dann hier auch einmal zur Werkstatt. Dann machen wir einmal schnell die Superstärke aus. Und dann schicken wir den auch zur Werkstatt. Und dann schicken wir den auch zur Werkstatt. Hof, Werkstatt. Dann muss ich das unbedingt nochmal einrichten. Das schreibe ich mir nach der Folge gleich auf. So, wir kümmern uns jetzt aber um den Kollegen. Vorher machen wir einmal den Motor an und den Kurs weg, weil der hat nicht ganz so funktioniert. Ich weiß nicht, letzte Folge habe ich es glaube erzählt. Der fährt 40. Mach mal den Kurs, nehme ich mal lieber weg. Modus ändern, Eintrag löschen. Zack, den mache ich nochmal neu. Und dann, ihr seht's schon. Es geht nämlich auch ums Feld 40. Habe ich ja vorhin schon erzählt, dass ich nochmal was darüber erzählen werde. Und zwar, ihr seht's hier. Die Mausverzögerung ist jetzt, glaube ich, wieder da. Deswegen kann ich es jetzt nicht ganz so gut zeigen. Ich hoffe, die geht bald wieder weg, weil, wie gesagt, die ist automatisch gekommen. Automatisch war sie weg. Automatisch kommt es wieder. Ich weiß es nicht. Naja, auf alle Fälle, seht ihr, hier ist so ein Graben. Und da kommt halt Cosplay mit drei Vorgewänden nicht vorbei. Und deswegen seht ihr hier unten auch, dass halt in die so wie, als wäre es in die Straße reingemäht worden oder Straße das Gras gewachsen. Das ist natürlich blöd. Und ich dachte mir, vielleicht könnte man den Graben mit so Terrainveränderungen das Ganze gerade machen und den Graben sozusagen wegmachen, dass halt das eine gerade Ebene ist. Das heißt, hier einfach mit Terraforming das Ganze gerade machen. Allerdings ist hier Wasser drinne. Da weiß ich nicht, ob das funktioniert. Man könnte es mal ausprobieren und dann halt das Feld machen und dann mal gucken, weil wie gesagt, das wird ja sowieso umgemacht. Da kann ich das ja mal ausprobieren. Und dann hätten wir halt hier keine Probleme mehr mit CP, weil das Problem ist halt, die Vorgewände, die wären halt nicht an so Zeug angepasst, sondern die Vorgewände gehen halt dann weiter raus. Ich weiß nicht, wie das in der aktuellen Version von Cosplay ist, da ist jetzt noch einiges Neues rausgekommen. Die letzte Folge habe ich, glaube ich, vor einem halben Jahr gedreht. Zwinker, zwinker. Und, ja. Wäre halt ganz praktisch, weil dann hätten wir auf alle Fälle eine viel einfache Fahrt und auch die Cosplay, die Autodrive-Helfer könnten hier einfacher durchfahren. Und ich habe jetzt auch mal ein paar Einstellungen noch neu gemacht, also das funktioniert jetzt mit Cosplay auf alle Fälle schon mal besser. Aber wie gesagt, ja, dazu gleich nochmal mehr. Ein weiteres Ding von diesem Feld, deswegen fahre ich extra hier hoch, ist, wir haben hier vorne, ihr habt es vorhin schon gesehen, ein sehr großes Anfahrtsfeld. Und ich würde das gerne etwas anders machen. Ihr seht es hier und ihr seht es hier. Und ihr seht, es macht keinen Sinn, das so zu lassen. Man könnte natürlich hier die Zäune wegmachen und ganz einfach Feld hier rum machen und vorne einfach die Einfahrt machen, so wie das bei der letzten Map war oder ich das so bei der letzten Map gemacht habe. Allerdings ist mir da was Besseres eingefallen. Und zwar gibt es ja noch die Apfelplantagen, die Plantagen. Und zufälligerweise braucht ja unser Holzfäller die Äpfel von so einer Plantage. Und da habe ich mir gedacht, könnte man doch einfach eine Apfelplantage hier mitten ins Nirgendwo stellen. Wäre doch auch was, anstatt da jetzt Feld zu machen, weil die Apfelplantagen, die haben keinen vorgegebenen Platz auf der Map, logischerweise. Klar, also die sind
ein Feld weiter oben ist da genug Platz, um da ganz viel hinzustellen. Und die werde ich sicherlich doch, wenn ich mal mehrere hinstelle, dann auch dort wegmachen und dann dort, wo die anderen dann stehen, hinmachen. Aber fürs Erste könnte man doch, ohne weiteres Feld zu kaufen, dann das dort hinstellen, das Ganze betreiben. Die brauchen verschiedene Dinge, aber gut, mein Gott, da musst du halt ein Stück fahren, ist jetzt auch nicht das Problem. LKW haben wir ja, der ist ja 83, glaube ich. Ich glaube, er 83 fährt, ja. Das müsste ja reichen. Ich weiß jetzt gar nicht, was der schnellste Weg ist. Die sind irgendwie nach rechts, glaube ich, gefahren. Ich fahre jetzt auch mal rechts. Und, ne, KI-Verkehr ist ja aus, brauche ich gar nicht gucken. Und, ja, dann könnten wir nämlich, glaube ich, noch 10% Bonus beim Holzfäller einfahren. Das wäre natürlich auch nicht schlecht, ob eine Plantage reicht. Ich glaube, es fast nicht. Aber, gut, ist halt jetzt nicht mehr Platz. Obwohl, könnte sogar zwei passen. Naja. Wenn eine nicht ganz passt, also noch viel Platz dann ist, kann man ja auch einfach noch das, den Rest dann Feld machen. Das ist ja jetzt auch nicht das Problem. Und ja, genau. Das wäre es jetzt erstmal zum Feld 40. Das könnt ihr natürlich eure Meinung gerne in die Kommentare schreiben. Dafür sind sie ja da. Und ich würde das aber eine sehr gute Idee finden und ich denke mal auch, dass ich das so umsetzen werde. Aber ja, gucken wir einfach mal. Und ich muss auch sagen, also der Häcksler-Sound, selbst beim Fahren, das ist schon was anderes, ne? Hier ist übrigens, da hinten am Sportplatz ist unser anderes Feld. Wie gesagt, ist ja alles fertig. Und ja, jetzt kommen wir mal kurz zu dem Problem. Und zwar, ihr habt es gesehen, die Autodrive-Helfer, die sind einfach über das Silo drüber gefahren. So, und ihr habt auch sicherlich gesehen, die Leute, die Autodrive kennen und das auch so machen, die wissen... Ups, ach, ich hab's Arbeitslicht angelassen. Die wissen auch, dass normalerweise man die Punkte vorm Silo setzt. Hinterm Silo. Also die Endpunkte, wo sie entladen sollen, ne? So, ich dachte aber vielleicht, um das zu vermeiden, dass die halt ganz bis raus fahren, also dass wirklich bis raus geht und dann die Hälfte der Silage dann wieder außerhalb vom Silo liegt, dachte ich, könnte man vielleicht so Trick 17 machen und das Ganze umgehen. Und ja, war bloß nicht so. Eieiei, sehe gerade, der hat kaum Verschleiß gehabt. Aber gut, wir haben nur 4 Stunden gebraucht. Der hat nur 4 Betriebsstunden, das ist ja krass. Okay, damit habe ich jetzt gerade nicht gerechnet. Ja, zurück zum Thema. Ich habe dann, hat er gesehen, das Ganze zweimal nochmal geändert und halt gedacht, dass es vielleicht daran liegt, dass der Punkt halt zu weit drinne sitzt. Und habe es halt dann, so wie man es machen soll, draußen hingesetzt. Hat aber überhaupt nichts genützt. Ich habe nochmal alles neu eingestellt, habe es nochmal neu gemacht und es hat immer noch nicht funktioniert. Und ja, irgendwann habe ich dann keine Lust mehr gehabt. Und ja, jetzt habe ich halt letztens alles geupdatet, weil es ja wieder neue Produktionen und so gibt. Also da gibt es auch einiges Neues. Und da hat sich auch einiges geändert. Und auch in unseren bestimmten Produktionen hat sich einiges geändert. Gerade bei der Molkerei. Aber nichts, was wir jetzt schon machen können oder so. Aber da ist wirklich sehr, 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 sehr viel passiert. Erstmal vielen Dank natürlich an Fat Action for Play. Und die anderen Leute, die alle da helfen. Also das ist wirklich eine Wucht. Also die Map ist wirklich absolut eine Wucht. Also man kann es nicht einfach anders sagen. Und ja, dafür halt erstmal ein dickes Dankeschön. Packbremse braucht man mal. Die kriege ich selber mit. So, und genau. Deswegen hatte ich das Ganze nochmal neu gemacht. Und es hatte ja nicht funktioniert. Und ja, dann habe ich, wie gesagt, gestern oder ja die letzte Zeit halt das Ganze... Warum hat denn der nicht abgekippt? Der hat nicht abgekippt. Okay. Und dann habe ich das halt eben nochmal neu gemacht. Und habe dann das etwas anders gemacht. Ihr seht das gleich nochmal. Silo 1 habe ich jetzt abgedeckt. Das ist fertig. Ich weiß jetzt nicht, wo die Anhänger alle drin waren. Aber ich glaube, die kommen nacheinander alle hier rein.
Und ja, hab dann das zweite Silo nochmal neu gemacht und das dritte Silo nochmal neu gemacht. Hab sie dann beim zweiten Silo alle entladen lassen. Und voilà, es hat funktioniert. Wie sie es ja auch jetzt machen. So. Und ach komm, ich lasse jetzt alle hier stehen, wir brauchen sie ja eh nicht mehr. So, und dann habe ich das jetzt so weitergeführt und es funktioniert auch top. Also da kann man nichts sagen. Und ja, Silo 1 werde ich jetzt nochmal einfahren, die 700.000 Liter, sobald ich die entfernt habe, also in die Biogasanlage geschmissen habe, kann ich natürlich das ganze Ding neu machen, neu einfahren, so wie im ersten Silo. Plus, ich habe es jetzt so gemacht, dass ich den Zaun, der dahinter war, bei Silo 1 und 2 weggemacht habe. Oh, der Sound ist auch geil. Den habe ich schon vermisst, den 8R. Und, okay, dann fahren wir halt selber hin, wenn du es nicht hinkriegst. Meinetwegen. Mal jetzt noch innen. Ich dachte, der Inner wäre noch. Ja, der Optum, der steckt wahrscheinlich fest. Ja, der steckt fest. Dann gucken wir mal kurz rückwärts ab. Und dann, ja. Also ihr seht hier vorne, ich habe die Zäune weggemacht. Somit können nämlich die Abfahrer in Silo 1 und Silo 2, die beiden Silos, wenn die da reinfahren, einfach geradeaus weiterfahren. Falls eben das Problem nochmal entstehen würde, könnte ich das eben so lösen. Allerdings ist das Problem bisher nie wieder entstanden. Allerdings, ich weiß jetzt nicht so richtig, warum es jetzt nicht funktioniert hat. Mir ist es jetzt gerade scheißegal. Vielleicht liegt es auch an der Autodrive-Version oder was weiß ich. Mir ist es jetzt auf alle schnelle Schnuppe. Es funktioniert. Nur Silo 1 muss ich halt nochmal einfahren. Und genau, wir verdichten das Ganze jetzt nochmal. Mit jetzt auch Mod-Sachen. Habe ich nämlich extra nochmal installiert. Gott, jetzt können wir ja so machen. Keinen Weg zur Werkstatt gefunden. Dann helfen wir dir mal schnell. So. Und den fahren wir schnell selber mal hin. Und wir haben uns jetzt natürlich einen neuen Radlader gekauft. Beziehungsweise einen Radlader, weil in der letzten Map hatten wir noch einen Teleskoplader, der halt auch knickgelenkt war und relativ viel PS hatte. Jetzt haben wir aber einen richtigen Radlader. Wir machen einmal Licht, einmal das und wir fahren jetzt einfach so draußen rum. Aber wir können auch mal schnell die KI wieder einschalten. Ja, KI-Verkehr. Den hatte ich aus Sicherheitsgründen in der letzten Folge ausgeschalten. Aber ich glaube, mittlerweile interessiert das gar nicht mehr so arg. Die Autodrive-Helfer. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass du hier ein bisschen reingezoomt sitzt. Macht das für mich nicht unbedingt den Unterschied, aber fühlt sich irgendwie so ein bisschen reingezoomt aus. Oder fühlt sich reingezoomt an, so rum. Aber ja, wie gesagt, das ist nicht das große Thema und bei solchen Geräten fahren wir selten und deswegen sind wir meistens auch in der Außenperspektive. Hier haben wir sogar das Dashboard vom richtigen JCB. 50 km maximale Geschwindigkeit ist natürlich auch nicht schlecht. Und ich habe jetzt eine, doch keine Überkippschaufel. Die heißt doch Überkippschaufel, glaube ich. Die man halt so überkippen kann. Wo es halt dann leichter zum Kippen geht. Habe ich nicht genommen, weil die halt 2000 Liter mehr nehmen kann. Ich werde aber vermutlich doch nochmal einen Mod nehmen. Weil irgendwann werden das solche Massen, das wirst du einfach nicht mehr schaufeln können. Das war ja schon in der letzten Map mit der kleinen Überladeschaufel schwierig. Und die hat ja, wie gesagt, glaube ich auch nur 2000 Liter jetzt mehr. Deswegen, ja, wird es halt dann irgendwann nervig. Jetzt gucken wir mal, dass wir das Ganze vom Rand etwas reinschaufeln. Lohnzahlungen erstmal noch. Vielleicht hat man es jetzt auch gerade gesehen. Ich glaube nämlich die Biogasanlage, also das Direktverkaufen vom Strom und vielleicht auch die Solarpaneele werden nämlich jetzt immer mit drauf gerechnet. Deswegen habe ich mich gewundert, als ich die Helfer aktiv hatte, warum das mehr anstatt weniger Geld wird, bis mir dann aufgefallen ist, ja klar, wir haben ja, ne? Ist ja logisch, wir haben ja
gewisse Dinge, die immer verkauft werden. Und jetzt muss ich... Sieht das irgendwie so aus? War da richtig, richtig klein, also... Komisch. So. Und da würde ich sagen, fangen wir gleich mal an, das ganze Zeug reinzuschaufeln. Ich weiß nicht, ob wir das am Ende nochmal machen müssen, aber jetzt mache ich es halt einmal. Ganz schnell und dann verdichten wir das Ganze nochmal und dann geht's ab. So, natürlich einmal noch plane weiß, N ist das, glaube ich, ne? Steht's? Ne, ist jede volle L ist es. Grün, zack, isolieren. Dann haben wir unseren Optum mal. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Ich habe jetzt übrigens auch mal hier so Silos hingestellt für, ah ja, jetzt hakt's schon wieder, für Kalk, kein Flüssigdünger, nur Festdünger, Herbizid und Saatgut. Ist natürlich lebensnotwendig. Mit Autodrive noch nicht verbunden, soweit ich weiß, aber das ist nicht das Problem. So. Und sieht immer noch geil aus, ne? Gut, in der Nacht jetzt nicht ganz so schön, aber ja. Gut, dann würde ich sagen, bauen wir uns mal den Optum, der ist bei dem schwarzen Anhänger. Und gehen noch kurz mit der Wiesenwalze rüber, um euch das mal ganz kurz zu zeigen. Und dann war's das. Allerdings brauchen wir jetzt kein Gewicht, deswegen hängen wir das Ding schnell ab. Oder? Wie viel? Ne, warte mal, die braucht doch mehr PS, oder? Wie war das? Warte mal. Das war doch jetzt ein anderer. Ja? Ne. Case. Ja, der hat doch genug PS. Gerade so. Weiß nicht, ob das jetzt von den Varianten her, was du halt dann nimmst, Mulcher, Wiesenwalze oder Walze, unterschiedlich ist, aber glaube nicht. Weil rollen tut's ja trotzdem. So, jetzt muss man bloß gucken, welche Konfiguration das ist. Wie realistisch das Ganze ist, weiß ich nicht. Ich denke mal, in Realität wäre das etwas schwieriger. Aber ich denke mal schon, dass man das in der Realität sicherlich auch einfach die Rollen... Oh nee, ist das jetzt nicht so ein Mod, der die ganze Zeit so rumrollt. Ich habe den auch extra rot gelassen,
weil das halt eben zum Case passt. Wenn das aber jetzt ein Mod ist, der die ganze Zeit nur hin und her schwimmt, dann habe ich keinen Bock. Nee, also dann sage ich nee. Getestet habe ich das logischerweise vorher nicht. Jetzt schwimmt nichts. Aber bewegend, ja, ist manchmal mit S sehr, sehr komisch. Ist aber auch relativ neu, der Mod. Das müsste aber schon die Wiesenwalze sein. Weil bei einer Walze fürs Feld wären ja noch so Riffel drinne. Und beim Mulcher wären ja ganz große Furchen drinne. Und da das ja hier vorne unsere einzige Wiese ist, die nicht umgemacht wird, können wir das Ganze hier schnell mal testen. Habe ich selber auch noch nie ausprobiert, ob das Ganze jetzt funktioniert oder nicht. Und dann kann ich das Ganze nämlich bis zur nächsten Folge schon mal machen. Kann man dann auch was Schönes machen? Walze senken? Ne. Das sind jetzt 24 Meter oder 4 oder mehr? 20 Meter waren es so rum. Senkt die sich direkt? Ich hoffe es mal nicht. Ja, sie senkt sich nicht direkt. Sehr schön. Aber es scheint zu funktionieren. Okay, das ist cool. Wie es bei den anderen Zeug aussieht, weiß ich nicht. Das können wir dann im Sommer dann testen, ob der Mulcher und die Walze funktioniert. Obwohl die Walze können wir schon eher ausprobieren. Weil er wäre natürlich noch Zuckerrüben säen. Und wir werden auch noch, ich weiß nicht, ob ich es schon erzählt habe, aber wir werden auf alle Fälle auch noch Mohn säen. Weil wir ja für unseren, war das Kuchen? Ich weiß es nicht, für irgendwas auf alle Fälle bei der Bäckerei braucht man ja noch Mohn. Und dachte ich, kann man halt gleich noch mit Mohn machen. Und so viel braucht man da ja nicht. Ist aber natürlich nur ein Bonus. Ist jetzt nichts Verpflichtendes. So, dann ja, mache ich gleich noch GPS rein. Und ich würde sagen, wir machen das Ganze, ich mache das Ganze jetzt noch und dann gehe ich schnell schlafen. Am nächsten Tag steht dann ganz viel Action an. Denn wir werden endlich auf dem Acker ackern und zwar mit Bodenbearbeitungsgeräten. Das heißt, wir werden mal ordentlich PS auspacken und voll durchstarten und ja. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ja, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis denn, hau da rein. Tschüssikowski.